Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play League of Legends A bis Z. Es kommt jetzt wahrscheinlich, also es wird jetzt demnächst natürlich von wieder eine Ranked-Folge geben. Also ich weiß halt nicht wann, das entscheide ich meistens spontan. Aber auf jeden Fall, zwischendurch werden schon wieder welche kommen. Aber ich habe jetzt einfach gesehen, es sind halt insgesamt, glaube ich, nur noch 16 Champs oder so, die fehlen im A bis Z. Und gut, drei davon habe ich noch nicht. Die muss ich mir noch kaufen. Allerdings habe ich mittlerweile jetzt fast wieder 8000 EP angespart. Das heißt, es wird auch nicht schwierig sein, die zu bekommen. Es wird auch nicht lange dauern. Vor allem, weil Zed und Syrah fehlen. Und das sind, ich glaube, der drittletzte und die zweitletzte. Oder nicht, Syrah ist, glaube ich, sogar. Nee, Syrah ist, glaube ich, sogar die letzte. Ja? Also, drittletzter und letzter sind. Also, fehlen mir. Und das ist ja. Wow, super. Bis dahin kann man es ja noch weitermachen. Was fehlt mir denn eigentlich noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, Yasuo. Ah, ist einfach. Oh, fuck, ich hätte den Pool skillen sollen. Egal. Level 3 kann das dann nicht mehr machen. Ist ein Stunny. Wobei, ich habe ihm auch ganz gut mitgegeben, das muss man sagen. Das muss man sagen. Schön hochfallen wieder. Ja, das Problem ist halt, am Anfang ist die E halt sau. Fuck. Jetzt schon wieder geschafft. Ist die E halt sau teuer. Im Sinne von den Lebenskosten, weil sie mehr kostet, als sie heilt. Und deswegen mache ich die am Anfang eigentlich auch nicht so gerne. Außer man stackt sie halt wirklich auf 4. Weil sie dann ungefähr, wenn man viele Ziele trifft, ja, einen Heilungseffekt hat. Ungefähr ist das falsche Wort dafür gewesen, aber egal. Ja, dann erzielt man halt eine Heilung, dann bringt es schon was. Also wenn er jetzt zum Beispiel alle 6 Minions und ihn eventuell sogar auch noch trifft mit 4 Stacks von der E, dann hält man sich safe. Ups. Das war jetzt Fail. Ja, ich habe zu viele Minions jetzt. Das lastet ein bisschen scheiße. Viel zu viele Minions hatte ich jetzt gerade. Ja, genau. Ist halt dann einfach schwierig. Man kann die E natürlich auch so machen, um die Stacks zu behalten, aber ich meine, Leben kosten. Na gut, hätte ich auch den Tower Shot denken können. Ist egal. Jetzt hat er natürlich die Chance genutzt. Spielt er nicht mit. Ne, er spielt nicht mit Ignite. Ach, deswegen geht er die ganze Zeit immer weg. Weil er kein Damage mehr hat. Und alles raus, wenn er seinen Jump und seine W gemacht hat. Und na gut, und in dem Fall jetzt auch noch seine E. Hat er nichts mehr. Um dann noch irgendwie zu pressuren. Na doch, eh schon alles rausgehauen. Einen Mana-Trank, einmal Kristallines hat er noch. Das Schöne ist, fucking Minions. Wenn die Minions mich nicht jetzt ewig lang noch angegriffen hätten, weil ich ihnen einen Auto-Attack gegeben habe, dann kann man sich ja das Vladimir ganz gechillt hochrein. Einfach immer die E machen, die E, die Q machen, die E eben nicht mehr. Und dann jo, halt man sich easy peasy. Richtig chillig. Am besten ist natürlich, wenn man die Q immer auf den macht, aber ich finde es zum Farmen ganz angenehm, weil, ja, wenn man die E nicht einsetzt, dann ist halt das Farmen doch ein bisschen schwierig. Also nur mit Auto-Attacks. Vor allem, ja, genau, so einen großen Minion. Sowas secure ich eigentlich ganz gerne mit der Q dann. Auch wenn es wirklich an sich sinnvoller ist. Ich glaube, ich werde gleich gegankt, habe ich irgendwie das Gefühl. Das Problem ist halt, wenn man Full Life ist, kostet der Pool so ultra viel Life. Er kostet immer 20% des aktuellen. Fuck it. Ja, come on. Flash, Baby, stun mich und Flash. Das war irgendwie klar. Ohne Witz, ich habe heute ein bisschen Teamranked mal wieder gezockt mit ein paar Kumpels. Gut, eigentlich habe ich mit dem anfangs nur gezockt, weil sie den Augenskin haben wollten. Ich hatte den, also ich habe den schon ewig freigeschaltet, also man braucht da 75 Teamranked-Punkte. Die habe ich aber schon seit 2 Monaten oder so. Für diese Season, also den Skin habe ich schon echt ewig secured. Und die wollten den halt haben, dann haben wir heute ein bisschen gezockt. Und ich habe die ganze Zeit Top-Lane gespielt und ohne Witz, jedes Spiel, ja, es waren immer andere Gegner, aber jedes Spiel kam der Jungler Top-Lane und hat geflasht und First Blood gemacht. Ohne Witz, weil im zweiten Spiel habe ich schon übelst predicted, aber da konnte ich nicht flashen, weil ich gestunt war. Und dann wollte ich flashen, weil ich gesehen, dass der Red Buff hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja toll, wenn ich jetzt flash, sterbe ich sowieso im Red Buff, dann spare ich mir den Flash und bin dann halt gestorben. Logischerweise. Oh, er hat TP'd. Oh, jetzt ist es richtig bitter. Jetzt hat er Heiltränke auf Doom, ist wieder Full Mana. Das war so klar. Wie schnell ist er denn eh? Ach so, Moment mal, der kann die ja früher. Genau. Ja, ich habe halt kein TP, weil es halt ein Normal Game ist. Solo Queue hätte ich vielleicht TP dabei, aber Normal Game hatte ich jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, drauf. Naja, jedenfalls war ich ja die ganze Zeit top und wurde die ganze Zeit gebabysittet. Das hat mich so hart abgefuckt und jetzt ist halt eigentlich genau das gleiche wieder passiert.
Ich bin top und der Nautilus geht als allererstes bei mir gegen. Natürlich selbstverständlich. Naja. Naja. So viel dazu. Genau. Wer hat jetzt eigentlich die Kills gemacht? Zed hat einen. Oh, achso, er hat auch den Tod, okay. Und bei den Gegnern Akali. Alles klar, ja, unser Zed hat übrigens AP-Runen, deswegen war hier oben schon ein bisschen Geflame. Fackel. GG, XD, Word. Ich habe Surrender 20 geschrieben. Und was hat Checker noch geschrieben? 23 AP, Zed. Too strong. Genau. Ja. Überflüssige Kommentare in Normal Games. So, jetzt kann ich meine E eigentlich dauerhaft machen. Ohne Witz, ey. Ich bin so blöd, den Pool richtig einzusetzen. Er stunt immer viel zu schnell. Also irgendwie, ich bin es gewohnt, dass der dann nach voller sich so rumdreht. Keine Ahnung. Ich finde irgendwie, der löst die E irgendwie viel zu schnell aus. Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen verarscht. Na, jetzt habe ich es mal wieder geschafft. Aber ohne Witz. Das ist mal richtig sick. Ja, der ist down. Easy peasy. Da hat er gemeint, er fuckt mit dem Megafucker, ja. Aber mit dem Megafucker fuckst du nicht, weil der Mega fuckt dich. Oh yeah. Ich bin die Lines am droppen wie der Boy. Hashtag Skurpur. So, er hat ja kein TP, das heißt, ich kann noch ein bisschen pushen. Das heißt, ein bisschen, er hat Häuser fast down. Crazy shit. Ja, die Wave mache ich noch und dann mache ich einen Abgang. Aber ich habe ja kein TP und ich werde zwar eh nach ihm auf der Lane sein, aber... Ah, fuck, nein, nicht bekommen. Egal. Ja, läuft doch gut. Ich habe übelst den krassen Farmvorteil von 20. Okay, so übelst krass ist er jetzt auch nicht, aber ja, sein Tower ist halt schon fast down und meiner hat, glaube ich, noch ziemlich viel. So. Ja, Armschutz der Suchenden ist mein Lieblingsitem gegen AD. Toplaner ist logisch, weil... Es bringt 25 Rüstung und wenn man es maximal gesteckt hat, bringt es 40. Super geiles Item, ziemlich billig und gibt gleichzeitig auch noch 45 Fähigkeitsstärke. Genau andersrum. 40 Fähigkeitsstärke und 45 Rüstung, ja. Aber sehr egal. Es ist einfach nur ein gutes Item gegen ADs und jo. Auf jeden Fall sinnvoll. Aber meistens erst nach Hextrinker, weil Hextech-Revolver meine ich natürlich. Bei dem braucht man einfach, um sich dauerhaft hochzuheben und um die E gut einsetzen zu können. Weil wenn man den nicht hat, dann wie gesagt, kostet die E halt trotzdem ein bisschen mehr, als es halt. Boah, der Blutbrunnen, ey, ohne Witz. Dann lasse ich mich, glaube ich, lieber von dem verprügeln, wenn ich voll live bin. Naja, egal. Man hat Ulti angemacht. Bringt halt leider nichts. Oder übelst slow ist, rund 350... Er hat mehr Laufspeed. Fuck, ja komm, keine Chance, kein Flash. Blutpool! Oh! 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 Die Escape! Die Vladimir Escape! Ich weiß ja nicht, warum Jax weggelaufen ist. Der hat irgendwie gedacht, da kommt noch was großartig von Nautilus. Aber wenn Nautilus seine Ulti weggeschossen hat und seinen Stun mit dem Auto-Attack drauf hat, dann... kann der halt gar nichts mehr machen, außer vielleicht noch ein bisschen rumstehen und ein paar Autotext, aber tja. Wenn du dann in den Blutpool gehst, dann schauen sie blöd, die Dudes. Da schauen sie richtig blöd. Aber jo. So ist das. Genau. Ach ja, die Gegner haben übrigens Orianna Support, also wieder ein bisschen Trillic, aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt, ne? Gibt es eigentlich noch normale Games? Ich glaube nicht, ne? Ne. Normale Games gibt es in diesem Spiel nicht. Also normale, normal Games. Normale, normal Games. Dead Jokes am Talken. Wie viel Farm hat er gemacht? Oh, Alter, 49 hat er erst. Er hat halt 11 gemacht in der Zeit, wo ich fast 20 gemacht habe. So gewinnt er die Toplane auf jeden Fall nicht. Allein schon, weil er Level 7 ist. Der hat Sword verkackt, ohne Witz. Das ist einer der schlechtesten Jaxi-Musi, die ich jemals... Oh, fuck. Alter, was ist das, Mann? Jetzt mal ohne Spaß, ey.
Ich fühle mich so verarscht von dem Game. Ja, Flash auch noch. Yo, ich glaub's auch, Alter. Er flasht halt noch. Und ich kill ihn. Mit Ignite hätte ich ihn halt gekillt. Alter, wie kann man nur... Ne, hätte ich nicht. 230 macht's ja nur. Ja, aber trotzdem, wie kann man nur so erbärmlich sein? Und was mit Z? Ah, hat zwar gepinkt. Ja, komm, ey. Was kommen die denn alle Top-Lane? Oder wird's mich fuckt es so hart ab? Also, ich bin halt jetzt mad, weil das heute schon 10 Mal passiert ist. Und jetzt passiert's halt einfach wieder. Das ist unglaublich, ey. Wenn ich Top-Lane spiele, ja, im Sinne von Ranked, Solo-Queue, ja, wenn ich da Top-Lane spiele und am Verkacken bin, also so jetzt in Jakes Position bin, ja, da kommen dann nicht alle Gegner 2, 3, 4 Mal ganken, um mir zu helfen. Nö, da werde ich schön ignoriert und feede so lange, bis das Team sagt, GG, Top lost, surrender. So ungefähr läuft es da ab, ja, aber wenn ich die Top-Lane gewinne, kommen sie alle angerannt, diese Kackis. Das ist unglaublich, ey. Das ist so erbärmlich. Nur weil die ihre Lane nicht gewinnen können, werden sie so hart gebabysittet. Das ist unglaublich. Ich meine, klar, kann man ja auch als Teamplay bezeichnen. Aber ganz ehrlich, für mich ist es kein Teamplay, wenn es einfach immer passiert. Gegen mich. Und mit mir nie. Das ist einfach nur Bullshit. Na gut, wahrscheinlich sind es auch noch Premates. Da wäre es noch ein bisschen verständlicher. Aber trotzdem fuckt das halt so hart ab. Selbst wenn ich die Top-Lane verliere, kommen die immer noch alle angerannt. Ja, das ist unglaublich. Wenigstens einen Tower genommen. Weil der Kerl lieber Botlane ein bisschen schimmelt. Nehme ich mir, glaube ich, den nächsten Tower auch noch. Ja, das werde ich nicht ganz schaffen. Aber mit Blutbrunnen zu farmen, ist unmöglich. Also wirklich Last Hits zu bekommen, das ist dann mehr so random. Weil der macht ja pro Sekunde ein bisschen Schaden. Also nicht pro Sekunde, aber... ja, auf jeden Fall macht er halt ein bisschen Damage und so. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich glaube, ich mache jetzt die Akali kaputt, ey, ohne Witz. Okay, gut, die ist schon tot. Oder? Oh, ja. Ohne Witz, schauen wir mal ein bisschen in seinem Jungle herum. Vielleicht können wir da was absneaken. Ne. Achso, den Red Buff hat er, glaube ich, gehabt, ne? Ach, keine Ahnung. Er hat gerade alles gemacht, der. Ja. Nee, Red Buff hat er tatsächlich nicht. Ist das klug, was ich gerade mache? Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ich liebe es mit Vladimir, dass man nicht vom Tower anvisiert werden kann im Blutbrunnen. Das ist richtig hart OP im Early Game. Zum Beispiel gegen Alistar habe ich heute Top-Lane gespielt. Der hat mich in die Tower Range geboxt mit seinem Ding. Einfach Blutbrunnen, bist wieder rausgelaufen. So geil. Das ist echt chillig. Das Problem bei Vladimir ist halt, dass man ihn... Man kann ihn schon auf Tank bilden, aber nicht halt Full Tank. Es geht einfach nicht, weil das scheiße ist. Weil ich meine, dann brauchst du nicht Vladimir spielen. Ich meine, natürlich, wenn du Leben kaufst, kriegt er ja AP. Aber das Problem ist halt... das ist zu wenig. Selbst wenn du 5k... Also, ja gut, sagen wir mal 3500 Life hast... Und davon irgendwie 2000 gekauft hast oder so. Irgendwie sowas, keine Ahnung, ich weiß, zwar irgendwelche Zahlen im Traum. Dann hast du vielleicht 150 AP dadurch bekommen, aber hast halt durch die Items an sich, ja, also wenn du auch wirklich richtige Tank-Items kaufst und nicht einfach nur Relays und Leandris, wo zwar Leben bringen, aber eben keine Rüstung, Magieresistenz und so. Also ich meine schon richtige Anduins, Geistessicht, Banshees, solche Sachen halt. Dann ist es relativ schwierig, da halbwegs viel Damage zu machen. Und ich meine, wenn du das machst, dann brauchst du echt nicht Vladimir spielen, weil dann kannst du einfach jeden anderen Top-Laner spielen. Das macht 10-mal mehr Sinn. Weil die können dann trotzdem noch was. Weil die halt auch darauf ausgelegt sind, dass man die eben so bildet. Auf Full Damage. Weil einfach die Fähigkeiten von Haus aus sehr viel Schaden machen, was bei Vladimir nicht wirklich der Fall ist. Ja? Also die eh schon, wenn sie vierfach gestackt ist, macht die immer viel Schaden, auch wenn man jetzt überhaupt keine AP hat. Aber ja, in der Regel muss man schon ganz schön AP kaufen, um wirklich, wirklich Damage zu machen. Also einen richtig guten Damage noch. Jetzt kein OP-Damage, aber halt wenigstens ein bisschen was. Dass die Gegner dich halt nicht auslachen, wenn du sie angreifst. Lass mal den Kleinen nehmen, nicht, dass der hier noch kommt. Ach du Scheiße. Lol. Twitch ist da unsichtbar. T.
Ohne Witz, jetzt wollte der mich auch schon ganken. Ich komme auf die Top-Lane einfach nicht klar. Ich meine, ab und zu mal zu zocken oder sitze im Team-Ranked, habe ich es halt übernommen, ja, aber so dauerhaft, ey, fuckt mich einfach nur ab. Spätestens nach 2 Spielen habe ich keinen Bock mehr. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Du wirst halt nur gebabysittet. Problem ist, wir haben übelst das schlechte Late Game. Und die haben übelst das krasse Late Game. Akali, Jax, Nautilus, Ultra Tank, Twitch. Die werden uns im Late Game so zerstören. Das wird so richtig. Das wird ein Gemetzel. Das wird ein richtiges Gemetzel. Aber wenn wir Glück haben, schaffen wir es ja, dass das nicht so weit kommt. Also, dass das Spiel nicht so lang dauert. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ups. Er just dodged it. Die Akali hat wahrscheinlich alles. Oh, ich lebe noch. Fuck, ich brauche irgendwas zum Heal. Gimme Heal! Alter. Geil. Überhaupt nicht greedy oder so. Erstmal Flash, Ignite, Ulti unterm Tower, während der Kali mit Full Health oder fast Full Health da daneben steht. Puh. Tja, wer kann, der kann, würde ich mal sagen. Ach, fuck, die Reset. Ah ja, stimmt. Fuck, bei Jungle Monster funktioniert das ja nicht so wie bei Jaximus. Das ist richtig bitter, wenn du das Jungle Camp fast geklärt hast und das machst, dann resettet es einfach. Oh ja, das tut weh. Also wenn man das macht. Es ist jetzt nicht so, als wäre mir das schon mal passiert. Oder so. Also ist es natürlich nicht. Puh. Ja, aber Vladimir momentan, also wenn ich top gehe, wie gesagt, dann ihn oder halt irgendwas anderes. Ich spiele halt momentan wirklich sehr gerne AP-Toplaner oder AP-Tanks. Keine Ahnung, Darius soll ich ja letztens mal im letzten Stream oder so, da war auch nur Scheiße dabei. In den letzten paar Streams habe ich, glaube ich, ein paar Mal Darius gespielt. Ey. Da ist ja nur noch abgegangen. Nicht, weil ich so schlecht war, sondern meine Teams immer so schlecht, wenn ich Toplane gegangen bin mit Darius. Das war die Sache. Alter, verpiss dich doch. Niemand mag dich, Akali. Wir lästern sogar schon über dich in unserem Team-Chat. Nein! Akali, der Champion ohne Escape, Alter, spinnt der Kerl eigentlich. Die braucht nur einen Minion, einen Jungle Camp, einen Champion oder einfach Flash. Und schon ist sie weg. Und vor allem, wir haben nichts. Na gut, Sona-Ulti, aber ansonsten haben wir nichts, um sie festzuhalten. Wir haben überhaupt kein CC in dem Team. Also gut, ein paar Slows und so haben wir schon drin. Ja gut, Slows haben wir eigentlich ganz schön drin, aber ja, Stunts haben wir nur so noch heute. Das ist doch quite wenig. Wenn man das mal im Großen und Ganzen so sieht. Was will die denn von mir, Mann? Kann ich sich meinen eigenen... ein eigenes Summoner's Rift suchen? Ey, holy shit, geht die mir auf die Eier. Das ist ja unglaublich, ihr Team wird da unten zerschnitzelt und sie geht mir hier oben auf den Sack. Das ist doch unglaublich. Oh fuck, okay, jetzt ist es ein bisschen blöd für mich, weil ich kann da nicht followen, weil ich kein TP hab. Selbst wenn ich ihn hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht gerade Cooldown. Das ist immer so. Oh fuck, ja. Ich glaube, so viel hätte ich da jetzt eh nicht reißen können. Weil, ja, weil Akali. Die ist noch full life. Bye bye, Sona. Das ist auch geil, wenn die anderen schon tot sind, die dann zuschauen und so, tschüss, oder du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen. Das ist auch mal ganz funny. So, eventuell kann ich den Top Tower wenigstens holen. Fuck this bitch. Mal gucken, sollte ich eigentlich schon hinbekommen. Jetzt erstmal richtig greedy noch die Minions machen, damit auch ja alle Gegner ins Toplane gehen und mich ficken. Oh, ja, da kommen sie schon. Ah, die nehme ich mal. Und bei Vente die Golems, sind die auch noch drin? Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, die sind auch noch drin. Ja, die sind auch noch drin. Ich glaube, Nautilus hat die noch kein Mal gemacht. Die sind nur wegen mir so hoch. So eine fuck this bitch, I kill her. Alter. Get wrecked, ey. Die haben echt eine krasse Combo, Akali Jax. Das sind so Champions. Wenn die im Gegnerteam sind, denkst du dir einfach nur so, warum spiele ich heute überhaupt LOL? Das hat doch eh keinen Sinn, ich kann nicht gewinnen. Und solche Champions kriegt man mal schnell Suizidgedanken. Also LOL Suizidgedanken im Sinne von FFR20. Oder ich gehe jetzt einfach mal 1 gegen 4 rein. Es ist eh egal, wir können nicht gewinnen gegen dieses Team. Tja, so ist das. Hier ist 4-4. Gut. How hard you fed her? Ach so, lol. Ja gut, ich habe das davor nicht gelesen. Okay, ich war jetzt kurz nicht im Kontext drin. Nice. Ich habe jetzt gerade alles eingesetzt, ich kann nichts mehr machen. Ist das fucking real? Holy shit, Mann. Weil ich persönlich Akali eigentlich echt... Fuck it. Dead Full Life Jax engage after fight. Oh fuck, vielleicht sollte ich da nicht nochmal unbedingt reingehen. Weil eigentlich kann ich mich ganz gut hin, wenn die nicht alle Minions killen würde. Fucking MF. Drake Reno ist up Reno. Ich kaufe mir jetzt erstmal so erst damit so eine Scheiße wie Akali mir gar nichts mehr anhaben kann. Und dann instantly anderes. Und dann, ja gut, ich kaufe mir wahrscheinlich jetzt dann, ja gut, vielleicht, ja doch, ich kaufe mir glaube ich jetzt erstmal Geistessicht. Weil es ist ein ganz cooles Item für Vladimir, weil das erhöht ja die Selbstheilung. Lebensregeneration, Lebensraub und Zaubervampir-Effekte um 20%. Und das Geile ist halt, Selbstheilung plus Zaubereffekt zählt beides für seine Fähigkeiten. Das heißt, der kriegt... insgesamt sozusagen 40% zusätzlich, und das ist dann im Endeffekt, wie als hätte er sich einfach noch einen Hextech-Revolver gekauft. Also noch einen. Zu seinem Wille der Ohrheiten. So ungefähr ist das. So heftig kann man sich das vorstellen. Und das merkt man auch wirklich deutlich. Wenn man das Item gekauft hat, da geht's dann ordentlich. Es ist süß, wie Orianna probiert. Oh fuck. Oh! Scheiße. Das war jetzt ein bisschen misplayed. Wow! Tja, 4 Stacks. Das kann nicht wahr sein, ne? Ohne Witz, dieser Heal von Akali, der ist einfach zu strong, Mann. Kannst halt nichts machen, die springt einfach auf dich und heilt sich. Während sie springt, hat sie 150 Life, und wenn sie auf dir ist, bevor du irgendwas machen kannst, hat sie schon wieder 350 oder 400. Kannst nichts machen, ja. Aber egal, ist nicht so schlimm, wenn ich den Killback gekommen und ich habe überraschenderweise ja Orianna gekillt. Also ich hätte nicht gedacht, dass DieBitX, ich hätte nicht gedacht, dass die easy killt. Also ich meine, klar, das macht so viel Schaden. Ich meine, ich habe das Max-Level und ich habe ja mittlerweile ziemlich viel AP eigentlich gekauft. Für den Zeitpunkt des Spiels, für Vladimir, ist das schon nicht so schlecht. Und Magie-Durchdringung auch noch, die hat nur Resistenz. Aber trotzdem hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so heftig ist, weil das war schon mehr als ein Drittel ihres Lebens. Also es waren bestimmt 400, was die Eda gemacht hat. Also das war schon ordentlich. Im Vierer-Stack-Mode. Bam. Und bam und bam. Also was wirklich Bock macht mit Vladimir, ist ja das Farmen. Ich habe sowieso den besten Farm im Game. Ja gut, liegt auch daran, dass ich nie zu den Fights gekommen bin, so wie Jax, sondern immer nur gefarmt habe weiter. Ja, aber trotzdem, das ist echt cool. Also am Anfang noch nicht so, weil es da ist relativ schwierig mit den Auto-Attacks, weil da macht die eher noch nicht so viel Schaden und man kann sie auch eigentlich nicht die ganze Zeit einsetzen, weil es einfach zu teuer ist. Aber jetzt so, in dem Zeitpunkt des Spiels, macht es einfach noch richtig Bock. Alle Minions zwar anzuhitten, dass sie genau sterben von der E. Genauso wie ich es jetzt gerade nicht gemacht habe. Und dann jo, ist das einfach nur chillig. So, jetzt sind gerade einfach mal alle gestorben, bis auf NF, und die stirbt auch gerade. Jupp, GG.
Lol. So schlecht steht's noch nicht. Noch haben wir noch nicht verloren. Das kommt erst noch. Ja, ein bisschen will ich schon noch zocken, weil noch bin ich nicht scheiße. Noch habe ich eine gute Chance beim Fighten. Und jo. Nein! I wasn't quite in range. Unbelievable. Also jetzt zum Beispiel kann man auch etwas an ihm machen und dann den vierten Stack aufrechterhalten. Wenn man jetzt beispielsweise dabei ist, das gegnerische Team zu chasen, sollte man das schon machen. Ich meine, natürlich, es kostet ein bisschen Leben. Gut, 70 ist jetzt nicht so viel, vor allem Late Game Vladimir hat nochmal gut 1000 HP mehr, als ich jetzt gerade habe. Aber trotzdem ist es nicht so schlecht, weil der Damage ist halt echt richtig sick bei 4 Stacks. Und dementsprechend ist es gar nicht mal so dumm. Man muss es nicht immer machen, also nicht die ganze Zeit jetzt unbedingt. Aber es ist schon nicht schlecht, wenn man es macht. Ja. Also dumm ist es auf jeden Fall nicht und fuck. Fuck, ich wollte noch Sonne. Ja, jetzt kommt der auch noch. Yo, wahrscheinlich. Ich glaub's auch. Wo ist echt mein Team? What the fuck? Holy shit. Denkst du mir der echte? What the fuck, wo sind die? LOL. Shaco Damage. Vor allem der Idiot rennt auch noch weg, also Dings, Twitch. Wenn so ein Shaco hinter dir her ist, als AD Carry, ja. Gut, er hat keinen Lifesteal, aber im Normalfall hast du Lifesteal, dann face du den, ja. Und du kannst eh nicht entkommen, durch seine E, durch seinen Jump, kann dir hinter Wände folgen, er kann dein Flash einfach mit seiner Q folgen. Ja, wie gesagt, seine E, mit Bread Buff auch noch vor allem, und wenn du vor ihm wegrennst, macht er auch noch mehr Schaden. Also wegrennen ist gegen so einen Shaco wirklich die dümmste Idee. Außer, da sind irgendwo Teammates, aber in dem Fall war ja Nautilus da und der ist in die andere Richtung weggerannt. Der war in dem war jetzt wirklich keine große Hilfe. Oh, sowas ist auch geil. Bam! Das ist der Golddigger Simulator 2013. Oh ja, das war keine Absicht, das zu sagen, aber ich habe es schon ausgesprochen gehabt und jetzt habe ich keine Lust, das zu verbessern. Also ohne Witz, diese Akali. Ich habe letztens auch Akali gespielt, hatte ich auch 2912 oder sowas. Einfach nur richtig krass. Aber das Problem ist, da war mein Team richtig bad und dann haben wir es trotzdem verloren. Da haben wir es sogar verloren wegen dem Jax. Jetzt fällt es mir wieder ein. Late Game Jax besiegt Late Game Akali. Und die haben halt beides und wir haben keins von beiden. That's ziemlich scheiße. Das Problem ist halt, was Zed und ich probieren zu tun. Und wir schaffen es eigentlich auch ganz gut. Das ist komplett sinnlos, weil wir können die Tower niemals holen. Selbst wenn wir so richtig hart anfracken würden, sagen wir so auf 1000 runter, könnte ihn niemand finishen, weil wir haben überhaupt keinen Split-Push-Champion oder einen Champion, der solo einfach mal so einen Tower tanken könnte. Und dem mal schnell 1000 Damage macht. Selbst wenn er eine Minion-Wave hat. So einen haben wir leider einfach nicht. Also am ehesten noch Set, aber ich meine, erstens hat er AP-Runde und zweitens ist er gerade mal Level 14 und dritten stirbt er jetzt, weil er ein Vollidiot ist. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Oh, er hat noch ein Outplay gemacht, aber es bringt halt nichts, weil er 1 gegen 3 war. Meine Frage. Ohne Witz, wie man sich da backporten kann, obwohl er wusste, dass Nautilus und Jax dahinter dem her sind. Ich verstehe sowas nicht, ohne Witz. Das sind einfach solche, also manche Missplays, ja, die verstehe ich einfach nicht. Ich meine, es ist was anderes, wenn man sich einfach nur irgendwo auf der Lane backportet und dann kommt noch jemand ganken. Ich meine, gut, das ist halt, es ist auch dumm. Aber ich meine, das ist noch eher vertretbar als sowas. Sich im gegnerischen Jungle in den Busch zurückzuporten, wo du nur null Vision hast, kein einziger Verbündeter ist in der Nähe und du weißt, dass die Gegner hinter dir sind. Also ich meine, das ist schon wow. Er kann mir echt nicht erzählen, dass er die nicht gesehen hat, wie die da lang gelaufen sind. Also hier waren sie ja oben und dann, ich weiß nicht, kann ich den Twitch killen? Und dann ja, hat man sie, glaube ich, beim Dings nochmal gesehen. Oh, jetzt faced er mich. What the fuck? Na gut, keine Chance, unsichtbar zu werden gegen Vladimir. Zu auf die E und so. Ah,
da hat er es letztendlich verstanden. Es bringt halt nichts, weil ich einfach viel zu krass gefeedet bin. Also nicht gefeedet im Sinne von Kills, sondern ich habe so viel Farm, ohne Witz. Es ist wie, als hätte ich 10 oder 15 Kills und 160 Farm wie alleine. So. Der hat halt Guardians, Mann. Will der mich komplett verarschen? Oh, nice. Ich weiß nicht, ob uns... Ah, doch, doch, das, da sollten wir wegkommen. Oder? Fuck. Die haben halt die krassesten Chase-Champions mit Jax und Akali. Der eine stellt einfach andauernd Wards auf und springt drauf und die andere springt einfach auf alles, was Beine hat. Auf alles, was Beine trainiert. Oh, habe ich jetzt meinen Blutpool gemacht und du kannst mich nicht angreifen? Oh, das tut mir jetzt fast leid. Das ist nicht real. Wie ist die so weit gekommen? What the fuck? Oh, oh, oh. Sonja ist verdammt nochmal. Twitch, wo ist Twitch? Ich sehe Twitch nicht. Was? Jax hat Zed noch gekillt? Wie hat er das geschafft? Ja. Witzig, ich gehe so hart ab. Und ich habe halt nur 320 AP. Vladimir ist echt geil zum Zocken. Nur am Anfang die Laning Phase kackt ab, wenn du echt immer gebabysittet wirst. Also wenn die Gegner den Gegner babysitten. Ja, ich glaube, so hat sogar gewonnen, weil Orianna, wenn ab ist, kann eigentlich nichts machen. Und Jax kann auch nichts machen. Oh fuck, jetzt haben wir ein bisschen zu lange gewartet. Scheiße, das schaffe ich nicht. Ich habe überhaupt kein AD-Damage. Lol. Fuck, ja nein, ich habe keinen Sonjas mehr. Scheiße, die ganze Zeit 1 gedrückt. Jetzt ist halt der nächste Soffen und wir können nicht finishen. Egal. Ja, wir haben ein ziemlich gutes Baron-Team. Mit Checo und Zed. So viel Damage. Und ich kann eigentlich tanken. Genau. Ja, Last Item ist jetzt die Frage, ne? Ich würde echt was mit Magieresistenz kaufen. Das ist jetzt nicht Höllenzepter. Das ist eigentlich das einzige AP-Item, was gut Magieresistenz bringt. Ja, gehe ich der Harmonie. Wäre an sich nicht so dumm, aber ich habe ja keinen Mana. Deswegen ist es trotzdem ziemlich dämlich. Na. Oh, man. Oh man, er macht's, come on. Alter, hat der weniger AD, Mann. Weniger AD, der hat. Oh, das ist so peinlich. Ein richtiger Set hat das halt jetzt 10-mal gefinisht, ey. Ohne Witz ist das erbärmlich, ey. Alter, da mach ich eigentlich mehr Damage an den Nexus. Holy shit, ist das erbärmlich gewesen, ey. Fuck. Ja, das war unser Free Baron. Na gut, Free wäre jetzt nicht gewesen. Aber na, wir hätten nur einen killen müssen von den Gegnern. Irgendjemanden, vollkommen egal. Wir hätten ihn easy machen können. Aber naja. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich gewinnen, wenn wir da alle hingehen. Das Problem ist halt, wir müssen halt im Endeffekt den Teamfight gewinnen. Weil selbst wenn wir alle auf den Nexus gehen, wird Akali so viel Damage machen, dass die in der Zeit, wo wir vielleicht die Hälfte des Nexus Schaden machen, da hat die schon MF und Miss Fortune, MF und Miss Fortune, genau, MF und Sona gekillt in der Zeit. Und in dem Fall jetzt auch Zed. Zed ist zwar gerade tot gewesen, aber ja. Alter, what the fuck machen die denn, ey? Sind die hier alle dämlich oder so? Zed ist tot und selbst dann fighten sie noch. Irrelevant davon abhängig, dass ich top war. Erstmal Double Ignite. Double Ignite macht nämlich mehr Schaden als einfaches Ignite. Oh! Oops, I killed her again. Und den auch noch. Nein, Zed klaut mir den Kill. Ich sollte Sänger werden. Du 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 du.
Jetzt geht natürlich der Inhibitor nochmal los. Da ist natürlich... Alter, what the fuck, wie wenig Schaden der macht, nun? Was ist denn mit dem? Das ist so erbärmlich, ey. Jetzt mal ohne Spaß, einfach nur what the fuck. Oh, ich wollte ihn noch killen. Egal, GG. 747. Nice. Ich würde jetzt nicht sagen, ich hab's gecarried, aber... Also ich hab's nicht gecarried, also das meine ich ernst. Das hat sich jetzt falsch angehört, aber... Ja, ich glaube, wenn ich schlechter gespielt hätte, oder ich glaube, wenn ich mit TP gespielt hätte und nicht die ganze Zeit gefarmt hätte, ich glaube, dann hätten wir es nicht so einfach verhältnismäßig gewonnen, weil ich meine, wir haben nur Scheiße gemacht und dann ist Simmels gewonnen. Weil, ja gut, man muss es, wobei man muss es so sagen, eigentlich haben wir es deswegen gewonnen, weil Akali nicht von ihrem Team protected wurde und weil die immer einzeln rumgelaufen sind, wie die letzten Vollidioten. Die haben überhaupt nicht im Team gespielt. Wenn die im Team gespielt hätten, mit um die Akali rumgespielt hätten, die, der die ganzen Schilde, Orianna eh, plus Orianna Ulti, wenn sie reinspringt, bam, die hätten so fett gewinnen können, aber tja, waren halt einfach ein bisschen zu blöd dafür. Aber Late Game hätten wir safe verloren, weil Jax war jetzt schon übelst stark. Der hat Z101, mich hätte er wahrscheinlich auch 101. Ja, das, wenn das jetzt so weitergegangen wäre, hätten wir noch verloren. Weil Akali, Jax, Late Game, die sind einfach zu strong. Setz ist zwar auch Late Game nicht so schlecht, aber ich meine, der hat da AP-Runen, also ja. Naja, auf jeden Fall danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.